Mois ist im Knast. Glaube ich. Das ging jetzt wieder ab. Ich glaube, er macht zuerst sein Video, wo er die ganzen Anschuldigungen und sowas anspricht. Die ganzen Sachen mit den Spendengeldern. Stattdessen geht er auf Instagram, beleidigt irgendwelche Leute und wird dann von der Polizei festgenommen in einem Hotel in Hamburg. Und jetzt ersetzt mal Hamburg mit LeBron James. Okay, Real Talk. Ich weiß, dass sich viele von euch nicht wirklich auskennen werden in der ganzen Mois-Thematik. Deswegen hier ganz kurz in 20 Sekunden zusammengefasst. Mois ist ein ziemlich bekannter YouTuber und hat 2022 eine Placement-Anfrage für eine App namens Spaghetti Break bekommen. Der Gründer von der App heißt Gieno und ist nach dem Erdbeben in der Türkei 2023 mit Mois runtergeflogen, um den Menschen vor Ort zu helfen. Dafür hat Mois Spenden gesammelt. Shieno meint, es sind um die 100.000 Euro gewesen und er meint, Mois hätte sich davon viel in die eigene Tasche gesteckt. Was auf jeden Fall ziemlich ehrenlos wäre, wenn es hier stimmen würde, weil er könnte es auch einfach jemand anderen doppelt. Nein, Shieno war obviously pissed auf Mois und den Teil haben noch alle irgendwo mitbekommen. Das Originalvideo ist jetzt zwar wieder gelöscht oder zumindest auf privat oder so, ich weiß nicht genau warum. Das Ding zwischen Shieno und Mois ist by the way noch ein bisschen größer, weil Shieno meint, dass Mois ihm noch 600.000 Euro schuldet wegen irgendeinem Deal, der halt was mit dieser Spaghetti-App zu tun hat. Das ist aber jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich einfach so nachzuprüfen. Also mit den Spendengeldern ist es relativ easy, aber da müsste es halt den ganzen Vertrag leaken und dann die ganzen Bankzahlungen, was eingegangen ist, was rausgegangen ist und so. Das ist irgendwie schwierig. Aber das ist halt der Grund, warum die beiden gerade Beef haben. Aber es sind halt einfach nur Aussagen. Also Shieno hat dafür halt auch null Beweise geliefert. Er hat halt einfach gesagt, naja, okay, ich war halt mit in der Türkei und ich habe das halt gesehen und deswegen ist es halt so. Es müsste relativ einfach sein, das Ganze zu widerlegen. Ich meine, wenn du einfach die Zahlungsbelege hast oder ein Konto, von dem das eben weggeflossen ist, dann kannst du es ja belegen. Na, beweisen, kannst du das einfach herzeigen und dann ist der Hase ja gelutscht. Es wird langsam Zeit, sich zu der Scheiße hier zu äußern, über diese ganzen Lügen, die du verbreitet hast in ganz Deutschland. Also auf Mois hat erstmal gar nichts gemacht, sondern hat sich ein bisschen zurückgelehnt, hat erstmal die Leute labern lassen und sowas, na, wie in dem Ärzte-Song und so, und hat dann auf Kommentare geantwortet mit, es gab Gerüchte, wo ein Dude meinte, ich hab dir geklaut, ihr habt dem Dude, den niemand kennt, geglaubt, wahrscheinlich, weil ihr neidisch seid, ich wollte den nicht knallen und dachte, ihr glaubt nicht an die Scheiße, aber alles cool, Wochenende wird alles geklärt. Und dann hat er angefangen, gottlos Leute zu beleidigen. Ich glaube, das Problem an der Situation war wirklich die Kommunikation. Ich meine, Mois hat wirklich gesagt, okay, ich lasse die Leute einfach mal machen, ich lasse die Leute einfach mal Gerüchte verbreiten und sowas und dann komme ich mit der Wahrheit ans Licht und dann sorge ich die alle weg. Das Problem dabei war aber, dass er sich immer wieder selber diese Deadlines gesetzt hat, in denen der gesagt hat, das Video kommt, die Wahrheit kommt, aber es ist dann halt nichts passiert. Hatte mir überlegt, das Video heute zu bringen, aber da ich eh wohl ein Psychopath / Antichrist / unfliegender U-Boot bin, ist ja egal, was ihr denkt, ne? Danke für die 300k Story-Views gestern. Mittlerweile sind fast 3 Wochen vergangen, seit Mois die ganzen Statements gedroppt hat. Und ich glaube, wir können uns trotzdem darauf einigen, dass wir alle hoffen, dass da noch was kommt. Ich meine, ich bin jetzt keiner, der sagt so, ja, keine Ahnung, scheiß Mois oder sonst was. Ich würde mir wünschen, wenn er wirklich die Wahrheit sagt, wenn er einfach sagt, hey, schau, die Beweise sind da. Ich glaube, jeder Mensch mit Verstand wird das so machen. Ich meine, es geht immerhin um Erdbebenopfer in der Türkei. So, die brauchen halt Kohle. Das letzte Update, was dann dazu gekommen ist, ist ungefähr vor 9 Tagen gekommen. Und das tatsächlich im Videoformat. Und da sagt er Folgendes. Auf dieses ganze Fiasko muss wirklich Da Vinci Code mäßiges Video kommen und ich muss Maximum Hype damit mitnehmen. Es tut mir leid. Ich habe in dem Video, bevor ich zur Türkei fuhr, gesagt, ich selber ohne euren Geld werde es selber machen. Habe ich auch gemacht. Und Leute haben völlig frei aus ihren Eiern gespendet, was sie wollen. Und es waren niemals 100.000 Euro. Es waren viel, viel weniger. Und das, was ihr gespendet habt, on top doppelt, habe ich gespendet. Und diese Beweise werdet ihr sehen, weil ich nach Türkei runterfliegen werde. Ich habe bis jetzt so lange gewartet und war geduldig, alle. Diese paar Tage jetzt fühlen sich an so. Ihr habt mich viel zu groß gemacht. Größer als ich bin. Jetzt. Ja, wie gesagt, das ist jetzt 9 Tage alt. Ich sag's jetzt nochmal, ich habe absolut gar keine Beweise dafür, dass Mois sowas gemacht haben soll und deswegen hat er es für mich auch noch nicht gemacht, wenn das jetzt nicht irgendwie bewiesen ist oder sonst was. Ich frage mich halt nur, warum man das so spannend machen muss. Und wenn er herkommt und das beweist, ja, dann hole ich da den Mr. Trashback ins Studio und der sagt dann, hier, Win der Woche. Ich habe es mir mal angesehen und ich sehe aktuell keinen Beweis dafür, dass Mois Gelder veruntreut hat. Sollte das der Fall sein, ist das verachtenswert und so schlimm. Egal, wie man zu Mois stehen mag, ich finde ihn nicht sympathisch. Aber das sollte dann auch nicht einfließen in eine Beurteilung. Das ist ein zu harter Vorwurf, um das dann auf YouTube breitzutreten. Ich sage mal so, es gibt aber jetzt ein Problem. Und zwar kann Mois anscheinend gar nicht beweisen, dass er das nie gemacht hat, weil er im Knast sitzt. Ganz wilde Geschichte, okay? Ich habe mir gedacht, weißt du was? Es ist ein bisschen zu kompliziert für mich, um das zu erklären. Deswegen kopiere ich einfach die Stimme von Jonas von Simplicissimus mit einer KI und lass ihn das einfach erklären. Es ist der 25. März 2024. Mois und Shieno haben sich dazu verabredet, sich im The George Hotel in Hamburg zu treffen und über die Situation zu reden. Das Hotel liegt nur knapp 20 Autominuten von Sprungraum Trampolinpark Hamburg entfernt. Das ist aber scheißegal.
Beide Seiten sollen diesem Treffen zugestimmt haben, um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Bruder, ich bin in Hamburg. Lass mich erstmal Hamburg fertig werden, Alter. Ich drehe gerade euer Video mit den Spenden und alles, weil ich möchte diese Herrschaften auch zu Wort stellen, vielleicht. Wisst ihr, was ich meine? Das wird sehr interessant. XXL-Video, Leute. Es wird auch sehr unterhaltsam. Der Junge aus dem Video behauptet später, Shienno hätte das Gebäude nie betreten, sondern stattdessen die Polizei alarmiert. Ein absolut geisteskranker Plottwist auf Lokomotivhasen angelehnt. Jonas, bitte verklag mich nicht. Das, was der Junge hier erzählt, macht für mich als externe Person erstmal irgendwo Sinn. Ich weiß nicht genau, wer er ist, aber er ist halt irgendwie mit Mois affiliated, also er wird sich das jetzt nicht aus dem Arschloch gezogen haben. Weil ich meine, Mois wollte sich ja anscheinend wirklich mit Shienno treffen, gemeinsam in Hamburg. Sie waren ja auch in Hamburg und diesen Polizeieinsatz hat es ja anscheinend auch gegeben, wenn man zumindest den Bildern glaubt. Shienos Vater hat versprochen, dass es ein Treffen gibt und er Mois dabei haben will. Beide Seiten sollten ihre Beweise bringen und Mois hatte alles dabei. Stattdessen ist Shienno gar nicht beim Treffen aufgetaucht und ruft die Polizei. Und es kommt eine große LKA-Razzia im Hotel. Mein Onkel und Mois wurden daraufhin sofort festgenommen. Macht angeblich einer, der recht hat, sowas? Es waren alles Lügen und er will Fame mit seinen Lügen erreichen. Das macht er schon immer. Aus Respekt vor seinem Vater ist Mois und mein Onkel extra nach Hamburg gekommen. Malik behauptet weiter, dass der Polizei gesagt wurde, dass Mois oder irgendwer, der mit Mois dort war, eine Waffe mitgebracht hat. Dass eine Waffe im Spiel war und deswegen war halt der Polizeieinsatz ein bisschen größer, als das halt normalerweise der Fall wäre. Hallo, Anzeigenhauptmeister. Jetzt geht die Story aber erst so richtig los, okay? Dann hat sich nämlich das Management von Mois eingeschaltet. Das Management.g G2W und hat geschrieben, jeder, der am 25.03.2024 Videoaufnahmen von der Festnahme im George Hotel in Hamburg hat, soll sich bitte umgehend bei uns melden und uns diese zukommen lassen. Wir werden juristische Schritte einleiten und brauchen mehr Aufnahmen. Das Hotel weigert sich bisher, ihre Aufnahmen zur Verfügung zu stellen. Und ich kann halt original raten, was das jetzt bedeutet. Ich kann mir vorstellen, dass Mois vielleicht angeblich eine Waffe mitgehabt hat, aber er hat halt nicht echt eine mitgehabt. Aber ich glaube, dass, also ich weiß nicht, wo die dann herkommen soll. Ich weiß auch nicht, was da großartig beim Polizeieinsatz passiert sein soll. Ich meine, Mois ist einfach in die Lobby reingelaufen, ist dann drin gestanden wie Jero in diesem Meme. Aber wie gesagt, viele Infos dazu gibt es ganz einfach nicht. Ich muss mich genau darauf berufen, was mir irgendein fremder Junge, den ich noch nie gesehen habe, im Internet erzählt. Ja. Es wird Krypto-Trading. Im Anschluss hat das Management.g2w auch noch den Instagram-Kanal von Mois kurzfristig oder langfristig übernommen, je nachdem, wie lange er jetzt im Knast ist oder so, und hat dann geschrieben, @managementg2w ist euer Ansprechpartner rund um das aktuelle Thema der Verhaftung und wir bitten dort um eure Hilfe, da wir noch Beweismaterial über die Verhaftung benötigen. Zahlreiche Versuche, diese vom The George Hotel zu bekommen, sind bisher gescheitert. Unsere Anwälte sind eingeschaltet und wir werden zu dieser Thematik vorerst auch nichts mehr preisgeben. Was wir bestätigen können, ist die Verhaftung und dass es rein gar nichts mit Waffen oder jeglicher Art zu tun hatte. Die Hintergründe waren ein geplantes, friedliches Treffen, in welchem auch Lügen über die Spendengelder aufgedeckt werden sollten. Was uns ebenfalls wichtig ist zu erwähnen, unser Künstler Mois hatte eine schwere Zeit wegen den Vorwürfen und hat sich im Affekt dann auch verbal zu euren Kommentaren geäußert. Dies wird so nicht mehr vorkommen und wir entschuldigen uns in seinem Namen dafür. Jedoch bitten wir auch, die Umstände hier zu berücksichtigen und die Akteure, die es provoziert haben sollten, sich nicht in die Opferrolle versetzen. Sie haben sich in erster Linie falsch verhalten. Ich sag dir ganz ehrlich, Wahnsinn, was ich davon halte. Es ist gut, dass wir eine Entschuldigung haben. Ist zwar nicht vom Mois selber, aber ich meine, wenn die Story jetzt so stimmt, dann kann auch Mois sich nicht selber entschuldigen. Sie wissen ja trotzdem hoffentlich auch, dass das halt einfach nicht passieren kann als Person öffentlichen Lebens, dass du dann einfach irgendwelche Leute auf Instagram in den Kommentaren beleidigst. Ich weiß, im Internet zu stehen ist schwierig. So, ich bin jetzt gerade hier, aber immerhin kommt was in die Richtung, okay, sie sagen auch einfach, Mois ist ja auch nur ein Mensch und jetzt kein Psychopath / Antichrist / unfliegender U-Boot. Leider hat das Ganze ein Ausmaß erreicht, das uns zwingt, uns ab hier einzuschalten und den Account von Mois temporär zu übernehmen, um falsche Gerüchte und Behauptungen zu entkräften. Es wird bald noch ein klares Statement kommen und unwiderlegbare Beweise, wenn alle Lügen widerlegen. Ob es mit oder ohne Mois kommen wird, ist leider noch unklar. Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Keiner kennt sich aus und jeder wartet auf Statement. Ich weiß nicht, ob das Management.g2w jetzt direkt auf Mois PayPal-Account oder irgendwie sein Bankkonto oder sonst was zugreifen kann, von dem er halt die ganzen Sachen bezahlt hat. Und wenn nicht, what the fuck wollen die dann posten? All das bringt natürlich auch wieder die Leute dazu zu spekulieren. Ich meine, war da jetzt eine Waffe involviert? War da jetzt keine Waffe involviert? Wurde Mois überhaupt arrested oder ist es irgendwie inszeniert, damit er sich noch mehr Zeit verschaffen kann oder sonst was? Ich weiß es nicht. Im Endeffekt ist mir auch scheißegal. Also ich hoffe einfach, dass Mois irgendwann mal vor der Kamera sitzt und sagt, haha, schau mal, hier ist dein Beleg für die Zahlung und sowas. Irgendein Dreckszettel wirst du ja schon hinhalten können, oder? Bis dahin gilt natürlich noch die Unschuldsvermutung. Ich weiß, dass das ein Thema ist, das sehr viele Leute sehr aufregt und sowas. Aber seid einfach gescheit.
irgendwann wird es sowieso rauskommen und deswegen chillt. Es liegt in allen Interessen von allen Leuten, dass das halt ein für alle Mal geklärt wird. Aber das mit der Verhaftung war auf jeden Fall ein Plot-Twist, den ich so nicht habe kommen sehen. Was denkt ihr, Freunde? Ist das real? Ist Mois jetzt gerade irgendwie in Knast? Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren, meine Freunde. Und lasst mir auch gerne ein Like da. Lasst mir gerne ein Abo da. Falls euch das Video gefallen hat. Und falls nicht, dann lasst mir ein Dislike da, oder? Danke natürlich wie immer fürs Zuschauen, meine Freunde. Und damit bis zum nächsten Mal. Langsam Zeit, sich zu der Scheiße hier zu äußern.